So, liebe Freunde, Julia Beautics kommt jetzt gleich zu uns, wird zu Julia Badix gemacht. Warum? Weil sie wird gleich rappen wie ein Gangster. Der Song ist gerade ready geworden. Ich zeige euch mal ganz kurz was, alles ganz grob zusammengeschustert, aber I think you get the idea. Das wird gleich Julia rappen müssen. Hier kommt Jay mit der Boombox, auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch, ich bin der Boss, aber bleib am Boden wie Crocs. Punchlines sind mein Standard-Skill. So wie Leon Mascher im Ring zu killen. Mein Outfit ist fresher und tausendmal nicer. Brauch keine Tesla, fick deine Maybach. So, ich habe ja schon mit Julia mal gerappt und die kann das auch echt gut. Sie ist sehr talentiert auf jeden Fall. Aber dieser Rap ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, weil ja, es ist halt eine Parodie auf Tidal und Tidal ist eben Tidal. Und er hat ja nicht nur immens viele verschiedene Arten zu flowen, sondern er hat ja auch so viele Zwischenreime in den Sätzen und so viele Reime auf Reime auf Reime. Ununterbrochen Reime ist ein richtiges Reime-Massaker. Mein Outfit ist fresher und tausendmal nicer. Brauch keinen Tesla, fick deine Maybach. Komm in mein Fight Club, gehst ohne Eier, weil diese Schwester ein Messer dabei hat. Und jetzt muss ich nur noch warten, bis Julia kommt. Ich glaube, ich sollte noch mal ein bisschen aufräumen hier, wa? Und das Ding hier runterstellen. Die ist ja klein, die ist ja winzig, die Julia, ne? So, Jan ist auch gerade hier, der lebt gerade hier mit mir zusammen. Freunde, wie geht's euch? Wie geht's euch? Was ist eigentlich für ein Video? Krasses Video, Leute. Wird ein krasses Video. Ja, das kommt eh raus, wenn das Video online gekommen ist. Deswegen. Ja, also Hauptvideo war krass. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Opfer. Wir haben einfach ausnahmsweise mal sofort angefangen. Ist es so? Wie geht's? Julia hört gerade die Sprachnachrichten ab, die ich ihr geschickt habe vor ein paar Tagen. Jetzt gerade erst. Danke dir auf jeden Fall. Julia erfährt gerade erst, was sie in dem Hauptvideo macht. Sie so, hä? Ich werde gekidnappt? Parallel gehen Effektshots rüber an Visual Effects Guy. Yay! Ich bin auch das Team! Ja. Boah, stellt euch vor, Julia hätte gesagt, boah, nee, mach ich nicht mit. Wir wollen das mit dem richtigen Heißluftballon machen. Aber du musst nicht fliegen. Darf ich fliegen? Willst du komplett hochfliegen? Ich will fliegen. Mit dem Heißluftballon? Ja. Hast du keine Höhenangst? Nein. Sehe ich so aus, hätte ich Höhenangst? Wieso denkst du direkt, ich habe Höhenangst? Weiß nicht, weil du halt klein bist. Du bist auch klein, hast du Höhenangst? Ja. Ah! Also John wird nicht mitfliegen. Ja, dann bearbeite ihn halt rein. Ich halte auch so einen grünen Punkt fest oder so. Geil. Ich habe ein bisschen Angst. Ich muss das ganz lange nicht mehr machen. Zahnfee. Oder habe ich danach nochmal mit Rezo gerappt? Schulfläche war definitiv davor. Ja. Stimmt. Mhm. Ja, dann das letzte Mal bei Zahnfee. Schauen wir mal, ne? Das klingt wie dieses Holland-Lied. Punchlines sind mein Standard-Skill. So wie Leon Mascher im Ring zu killen. Das ist so eine geile Line. Punchlines sind mein Standard-Skill. Weil Standard-Skill, das ist ein YouTuber. Ja, das kenne ich. Guckst du seine Videos? Nein, ich kenne nur diesen Song von ihm. Dieser Kindersong. Dieser Minecraft-Song? Ja. Minecraft-Song? Ist das nicht Minecraft? Fortnite! Der hat im Boxkampf Leon Mascher einen auf die Schnauze gegeben. Ach, der hat auch geboxt? Ja, die haben beide geboxt und Standard-Skill hat gewonnen. Deswegen Punchline ist mein Standard-Skill, wie Standard-Skill heißt, wie Leon Mascher im Ring zu killen. Und das ist sein Standard. Genau, das ist dein Standard-Skill. Mein Standard-Skill. Und dein Standard-Skill, das ist Standard. Das verstehe ich. So smart, das ist einfach. Julia hat uns gesagt, wir sollen das schreiben. Tiger Anderswild ist einfach nur Füller, ne? Tiger halt, ne? Der Rapper Tiger Anderswild, weil Tiger wie ein Tiger wild ist. Ich schreibe was anderes. Tadel ist schon schwer. Sollen wir das einfach mal aufnehmen? Ey, lass einfach mal aufnehmen. Wie ich das so tief mache. Ja. Hier kommt Jay mit der Boombox. Auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Ich bin der Boss. Aber bleib am Boden wie Crocs. Weil so Jay, du musst so Jay. Hier kommt Jay. Ja, Boombox. Boombox. Genau, nicht so Boombox. Wer sagt denn Boombox? Die Coolen sagen Boombox. Hier kommt Jay mit der Boombox. Ja, nur musst du im Takt dann noch bleiben. Ja. Musst du das dann nicht auch höher machen? Pitchen? Ja, pitchen, was? Mich? Nee, das ist, nicht, ist ja nicht gesungen. Das ist ja einfach, du musst nur auf Takt bleiben. Ach so, das sei genau. Egal. Ja, das ist egal. Ist, ja, ist gerade ein bisschen peinlich alles. Ist ja Rap. Ja, ich weiß doch nicht. Muss man dann nicht in der Tonlage rappen? Wenn du singst, ja, schon. Aber wenn man rappt, nicht? Nee. Das ist ja krass. Ja, wenn es leichter ist. Ey, Julia disst einfach die Rapper-Szene so ganz. Okay.
ist die Polizei. Aber wir können mal reinhören. Komm Jay mit der Boombox auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Ich bin der Boss, aber bleib am Boden wie Crocs. Ich versuche mich am Anfang immer an dich anzupassen und dann merke ich irgendwann, nee, ich bin ja ein eigenständiges Individuum und kann auch meine eigene Stimme benutzen. Genau, du bist ein eigener Mensch. Genau. Hier kommt Jay mit der Boombox auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Ich bin der Boss. Hier kommt Jay mit der Boombox auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Ich bin der Boss. Du machst noch zu viel dieses Du machst gerade noch so, ich bin Jay mit der Boombox auf Replay. Ja, weil ich immer denke, auf einem ist lame, aber ist nicht, ist besser. Ist besser, ja, ja. Ist besser. Ist besser. Ist halt besser. Mein Outfit ist fresher und tausendmal nicer. Brauch keinen Tesla. Dein Maybach, komm in mein Fight Club, gehst ohne Eier, weil diese Schwester ein Messer dabei hat. Oha! Ey, du kennst Mew nicht? Dann rappst du ja über eine Sache, du weißt gar nicht, was es ist. Was könnte ich? Denn Mew sein? Was würdest du denken? Ja, irgend so ein Anime-Ding. Was für ein Anime? Das klingt wie so ein rosa Mädchen mit großen Brüsten. Oha, nein. Aber rosa? Rosa ist richtig. Ah, nee, warte, bin ich dieses kleine Kätzchen? Okay. Kätzchen? Ja, aber es ist wie so eine Katze. Also ich kenne so. Ja, es ist, also man könnte es ein bisschen. So ein rosa Katzenkopf. Du bist das hier. Ah, das kenne ich. Ja, er hier. Ja, das ist so eine Katze. Der hier. Leb deinen Traum. Ja. Die Tattoos habe ich dir gezeigt, ja. Ne? Ja, ja. War da ein Asia-Tattoo bei? Ja, ja. Das Ora-Ora-Ora-Tattoo. Auch aus dem Anime, boah, wir. Aber das ist, aber sie hat ja auch eine Mütze auf und so, das heißt, davon wird man weniger sehen. Ora, Ora, Oya, Jojo Meme. Jojo Meme, das steht da nicht, das ist nur. Ja, ja, ich war. Aber das ist schon geile Tattoos, die du kriegst, oder? Ja. Und Föhne am Hals. Föhn und ein Fahrrad. Weil ich noch nicht Auto fahren darf. Weil ich klein und gefährlich bin. Ja, aber das Fahrrad spielt ja eine super wichtige Rolle. Cute, aber gefährlich, so wie Mew, mach ich dich fertig. Wir machen direkt, das ist genau die Klangfarbe. Ich bin cute, aber gefährlich, so wie Mew, mach ich dich fertig. Du bist du, aber halt mehr nicht. Das Tattoo bedeutet jetzt nerv nicht. Oha. Ich bin cute, aber gefährlich, so wie Mew, mach ich dich fertig. Du bist du, aber halt mehr nicht. Das Tattoo bedeutet jetzt nerv nicht. Das war geil, nur ein bisschen sehr leise. Ja, ich war auch sehr weit weg. Ja, strong auf jeden Fall. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich jetzt cool, weil du rappst so? Ich fühle mich gerade schon ein bisschen cool. Ja, fühlst du dich krasser als die da draußen? Ich fühle mich schon, als würde ich so mit Tadl übel mithalten können. Kann Tadl mit dir mithalten, ist die Frage. Nein. Ich will gerade rausfinden, wer mich kidnappt, aber ich find's nicht. Die wissen ja jetzt gerade gar nicht, wer Julia gekidnappt hat, wenn das Video online kommt. Ist eigentlich perfekt. Ist sie weiß so? Ja, sie weiß es selber nicht mal. Hey, ja. Steht ja wirklich nicht, wer mich kidnappt. Kannst du mir jetzt bitte sagen, wer mich kidnappt? Das regt mich jetzt auf. Also. Derjenige, der dich kidnappt, ist. Und das ist geil, weil du bist cool und fresh, wie auf Google Maps. Du bist wack, auch mit Golduhr und Cash. Das ist halt ein Reim, ne? Das sind ganz viele Reime. Wie ein Tiefkühltruhen-Geschäft bist du fool und crack. Was ich mache, ist purer Flex. Das ist eine Höchstleistung. Ich bin cool und fresh, wie das weiß auf Google Maps, ja. Yeah. Okay. Ich bin cool und fresh, wie das weiß auf Google Maps, ja. Yeah. Du bist wack, auch mit der Golduhr und Cash. Ich bin cool und fresh, wie... Dieser Stöhner. Eine Vollversion ist natürlich nichts ohne zweite Strophe. Und da komme ich im Spiel. Und weil Tadl so übersicke Flows hat, nehmen wir das mal als Herausforderung und versuchen auch was Floatiges zu schaffen hier. Was richtig geil käme, wäre das hier. Was ich mache, ist purer Flex. Ich flex. Genug von der. Für mich macht es gerade erstmal Sinn, Flow zu finden, den man richtig fühlt und dann einfach rubbish Text drüber zu labern. Was ich mache, ist purer Flex. Ich bin back und ich hab nicht einmal da Gedanken von Jack. Ey, ich mein SOS, wenn ich das schreib, dann schreibe ich für Sex. SOS, wenn ich das sag, dann meine ich keinen Crack. Ey, ich mein, ich hab genug von den Dings und Schamaraten. Es ist eine kleine Idee entstanden, ich spiele sie euch mal ab. Ich zeig euch mal, wie rubbish das ist, deswegen blende ich hier einfach meine Texte ein. Es geht nur um Flow finden gerade. Pure Flex, yeah. SOS, wenn ich das schreib, dann schreib ich für Sex.
SOS. Wenn ich das sag, dann meine ich keinen Crack. Ey, ich mein, ich hab genug von euch Dings und Schabaraten. Viel zu tun wegen Links und Mandel sagen. Viel zu cool für Pimps und Jammerlappen. Du bist du auch Dings auf Jammerjacken. Spiele Tetris mit meinem Kopf. Das ist gerade noch totaler Trash und auch nicht die finale Form, die ihr dann später hören werdet. Es geht gerade nur darum zu gucken, wo die Reime sein könnten. Und hier versuche ich gerade super viele Reime einzubauen, wie zum Beispiel: Ich hab genug von euch Jinx und Schauberraten. Viel zu tun wegen Links und Mandelsacken. Viel zu cool für Pimps und Jammerlappen. Du bist du und Jinx auf Sommerjacken. Also so richtig viele Reimketten, weil dann klingt es phonetisch auch ganz geil. Dann geht das viel geiler ins Ohr. Und das mache ich voll oft zusammen mit Curly, dass wir erstmal irgendwelche Rubbish-Sachen rappen, damit wir einfach so ein Feeling bekommen oder besser was bauen können. Es wird fresh rollen, ey. Anime-Lines dürfen natürlich nicht fehlen. Fette Knollen wie Bisasam. Geh alles mit Renegan. Gib Nackenklatscher wie Levi Ackermann. Jedem Titan! Aber ich will euch jetzt auch nicht auf die komplette Reise mitnehmen. Ich glaube, es ist damn boring für euch. Ich groove mich jetzt mit Curly und Vince ab und wir machen was richtig Fettes. Und wenn das Video online ist, dann wird es wahrscheinlich in 2 Tagen online kommen. Also ich meine damit, dann kommt die Vollversion in 2 Tagen online und die wird nochmal scheppern. Denn der Camera Boy, der auch schon das mit Julia mit uns abgedreht hatte, hat jetzt auch nochmal mit mir dann unsere Version abgedreht. Bis dahin. Oh, ich bin so gespannt. Let's do it! Leute, in 2 Tagen geht's los. Fette Knollen wie Bisasam. Seh alles mit Renegat. Gib Nackenklatscher wie Levi Ackermann. Jedem Titan. Klar, ich mach eine Drive-By-Shoot, während ich auf eine 3 rack.